So, Freunde, heute mal zwei Videos mit dem gleichen Anfang. Warum? Ich habe zwei Camps in der Hand. Ja, Leute, das ist der Anfang vom Video 400. Das werden mindestens zwei Teile, wenn nicht sogar drei. Aber es ist auch ein Bauvideo mit dabei. Ein Grillkoter-Video. Das werde ich auskoppeln. Ja, dann mache ich jetzt mit einem von den Videos weiter und wir werden sehen. Zu Video 400. Es wird ein paar schöne Leckereien geben. Videotitel. Wie nennen wir das Video? Grillkoter-Party. Ganz genau, die Grillkoter-Party. Der sagt wieder nichts. Was soll ich sagen? Glück auf! Ja, Björn ist schon seit, wann bist du hier? 12:30. Und hat die Dachdecker noch beobachtet. Du musst mal gucken, womit der Björn gekommen ist. Der nächste Besuch ist auch schon da. Hallo. Der Sascha. Freut mich. 20 Minuten. Ja, der ist vorher gerade gekommen. Der Björn hier, der da, packt mir hier den ganzen Hof zu. Ja, wir werden heute auf alle Fälle noch anfangen mit Einlegen von leckeren Schaschlik. Und da mache ich mal wieder eine eigene Variante. Ja, das ist für heute geplant. Später kommt der nächste, der bringt auch noch was mit. Der macht was Leckeres, was wir heute zum Abendessen verspeisen. Aber das packe ich dann auch noch in das Video mit rein. So, Freunde, 20 vor 9 und wir machen weiter mit Video 400. Und was gibt's heute noch Feines? Johnny-T-Shirts. Nein, Spaß. Was gibt's denn heute noch? Heute gibt's Haché mit selbstgemachten Nudeln. Na, da bin ich ja gespannt. Und jetzt mach die Kamera aus, weil ich brauche deine Hilfe. Au. Grill-Junkies zu Hause. Wie das geht, siehst du jetzt. Richtig. Und den nehmen wir jetzt einmal unter die Fittiche, dass er ein bisschen mehr Elan in seinen Videos reinbringt. Ja, das schaffen wir schon. Müssen wir mal richtig einen rauswemsen. Ganz genau. Ja, ich hab's ihm versprochen, wenn er zu mir kommt und was macht mit seiner Cam, dann wird man doch ein bisschen auf den Zahn fühlen, dass seine Videos noch besser werden. Auf geht's. Ich hoffe, ich schaff's. Kriegen wir hin. Ja. Ich muss jetzt helfen. Ja. Oh mein Gott, ich wollte jetzt eigentlich Grillkoter-Video bearbeiten. Er ist schuld, dass das Grillkoter-Video letztens so spät gekommen ist. Boah? Ja. Philipp war's. Okay. Also ich habe mal beschlossen, hier nicht unbedingt genau dieselben Aufnahmen zu machen wie der Philipp, dass wir da zwischen den Videos ein bisschen Abwechslung drin haben. Das ist jetzt das Zubehör, was wir dazu brauchen. Hackfleisch, Tomatenmark, Zwiebel, Knoblauch. Ach. Dinkelmehl. Dinkelmehl? Okay. Und Philipp bereitet das alles jetzt zu. Und Moment. Ganz genau könnt ihr das Video dann oder die Zubereitung bei ihm natürlich auf dem Kanal sehen. Ich nehme jetzt immer so zeitweise halt ein bisschen auf. Ja, ich glaube, das reicht auch. Ja, das macht schönes. Langes 400er Video zusammenbringen. Special Video. Ja. Also heute noch nicht in der Grillkoter, aber halt dann morgen. Da wird einiges in der Grillkoter gemacht. Und ich werde dann später, wenn wir hier lecker gegessen haben, ja, dann mit den Vorbereitungen für morgen anfangen. Du hast die Waage nicht angestellt? Ja. Einmal vergesse ich mein Kabel reinzustecken. Dein Kabel reinzustecken. Ja, Mikrofonkabel. Aber schau mal, du kannst hier auch noch ein Lichtlein anmachen. Dann sieht man dann nachher bei dir im Video auch mehr. Also Leute, so kann es natürlich auch gehen. Oder auch nicht. Aber der Philipp ist ja so ein Hundling, der schneidet ja seine Outtakes immer komplett raus. Dafür gibt es wahrscheinlich dann am 31.12. ein Outtake-Video. Na, da bin ich ja gespannt. Oh je, ich habe Angst. Also jetzt hat er es angekündigt, jetzt kann er nicht mehr anders. Also er wird hier jetzt auf alle Fälle mit der Waage dann erstmal das Mehl abmessen. Und wie weiter? Ja, dann wird das vollautomatisch gemischt.
währenddem das gemischt wird, machen wir das Hackfleisch schon mal fertig, wird gewürzt. Mhm. Ja, und dann. Also eine interessante Maschine ist es ja. Ist es auf jeden Fall, ja. Also ich habe mir seine Videos schon angeschaut und habe sogar hinterher geschaut, was die Dinger kosten. Ist ja am Video unten verlinkt, kannst du auch. Ja, und ja, aber das muss ich dann mit Schatzi abklären, ob das für uns überhaupt Sinn machen würde, so ein Gerät. Also Philipp, auf ein neues. Ja. Und Schatzi, schau dir das ganz genau an. Vielleicht möchtest du ja auch schon eine Nudelmaschine haben. Ich habe das Nudelaufsatz auf meiner Mixi. Auf der Mixi können wir das auch machen. Okay, aber die rechnet das nicht vollautomatisch um alles. Aber da gibt es ein Rezept. Genau. Und okay. Ich habe früher für meine Kinder immer Nudeln selber gemacht. Ah ja. Was man da so alles noch erfährt, ja, schauen wir mal. Vielleicht. Wer weiß. Philipp ist fleißig beim Teig machen. Und ja, er hat es natürlich mit seiner Cam übertreiben müssen. Hat er. Ja, ganz gewaltig. Man kennt ihn. Bist du auch schon gespannt auf die Nudeln? Ja, ich habe Hunger. Ich liebe Nudeln. Du bist selber so eine Nudel? Ich bin der Nudelfan. Nanu? Das geht ja ratzfatz. Ja, meistens so im Schnitt kannst du 5 Minuten Vorbereitungszeit bis zur fertigen Nudel einplanen. Ich mache dann immer hier noch so ein bisschen Strubbelbäder. Okay. Das ist einfach ein bisschen lockerer sitzen. Mach mir so kleine Häufchen und die kann ich dann schön ins kochende Wasser schmachen. Philipp, also deine Andeutungen heute? Jetzt macht er wieder kleine Häufchen. Wie bist denn du drauf? Du läufst rot an. So Leute, aus seinen vielen Häufchen hat der Philipp einen großen Haufen gemacht. Nudelhaufen? Ja. Seht ihr das im Hintergrund? Ein besonderer Gruß an Dirk. Wir haben eine Ananas. Ja, die wird es auch noch geben. Ja, und hier hat er jetzt angefangen, schon mal die Zwiebeln und den Knoblauch klein zu hacken. Und jetzt geht's in die Vollen. Mit einer Brühe. Mit der Brühe habe ich das noch nicht klein gehackt, ne? Sondern mit dem Messer geht es besser. So, und dann gucken wir doch mal, wie es weitergeht. Tja, heute macht der Philipp unser Essen. Mhm. Also der Einfachkeit halber heute, ja, machen wir das alles herin. Ja, der erste Teil ist halt ein Indoor-Video, aber das haben wir ja auch schon öfters gehabt. Also sehe ich darin jetzt kein großes Problem. Dafür essen wir morgen. Jetzt draußen dann, wenn das fertig ist. Ja, das können wir auf alle Fälle machen. Ne? Und Leute, ich sag's euch, ich habe echt schon richtig Kohldampf. Philipp, das ist aber sehr flüssig, gehört das so? Nein, da kommt dann noch eine Mehlschwitze. Ah, so. Dass wir die Soße ein wenig dicker machen, nach Belieben. Okay. Gelle? Mhm. Da hinten sehe ich schon, ist der Topf für die Nudeln. Richtig. Gut. Jetzt stell mich hier mal ein bisschen runter. Jetzt schmeißt du da einfach die Nudeln rein, ohne dass ich filme? Entschuldigung. Kannst du auch einen Backen zum Neischmeißen? Natürlich nicht. Ach, das ist jetzt alles? Ja, das reicht doch. Der hat die ganzen Nudeln da reingeschmissen, ohne mich? Ist ja fast ein Kilo Nudeln. Wie lang kochen die? 2-3 Minuten. Okay. So, Freunde, ich habe jetzt hier mein Tellerchen stehen und jetzt gibt's ein Probierle. Ich soll ihn lieber auflassen? Nein. So. Nudeln mit Hackfleischsoße. Schmeckt wie Nudeln mit Hackfleischsoße. Aber lecker. Hat der Philipp gut gemacht. Einwandfrei. Extra Fazit gibt es jetzt nicht dazu. Ich habe auch keine Knochen gefunden. Keine Knochen, sagt der Björn. Und in der nächsten Szene, ja, geht es dann schon mit meinen Vorbereitungen für morgen weiter. So Leute, jetzt haben wir es mittlerweile 12:30 gleich. Und
Ich fange an mit der Vorbereitung fürs Schaschlik. Also das soll es morgen ja auch eins geben. In der Grillkota. Mhm. Ja, und relativ einfach schauen wir über, was ich an Zutaten da liegen habe. Also wie gesagt, relativ einfach 1,7, 1,8 Kilo Schweinenacken. Schneide ich gleich in schöne Würfelchen an Jackie, damit es nicht zu trocken wird. Eine Zwiebel, ein bisschen Knoblauch, basierte Tomaten und SPP, Salz, Pfeffer, Paprika. Ja, und das ist alles, was wir für den Schaschlik benötigen. Zumindest jetzt. Morgen kommt dann auf die Spieße noch ein bisschen was anderes mit dazu. Also wie gesagt, wir schneiden uns das Fleisch in schöne Stückchen. Das muss dann jeder für sich selber entscheiden, wie groß er die Stücke macht auf dem Schaschlik. Also als Steak wird es fast durchgehen. Also dieses Mal dürfen das schon halbwegs ordentliche Stückchen sein. Also wir haben hier jetzt schöne ordentliche Stücke zurechtgeschnitten und jetzt schnibbel ich noch schnell die Zwiebel und den Knoblauch. Ja, und dann sehen wir uns auch gleich wieder. Zwiebel und Knoblauch sind drin. Ja, das war jetzt die eine Zwiebel und so 3, 4, 10 Knoblauch. Also so wie man es gern hätte, so macht man das ganz einfach. Dann hauen wir mal ja, gute Portion Salz dran, bisschen Pfeffer, und Paprika. Einfach frei nach Gefühl. Jetzt muss ich mal wieder in die Schublade rein. So, dann nehmen wir unsere passierte Tomaten, habe ich. Also Leute, das ist jetzt wieder mal ein Rezept frei Schnauze von mir. Das habe ich jetzt im Prinzip einfach so aus dem Ärmel geschüttelt, ohne irgendwo irgendwas nachzulesen. Und dann so vom Jackie 2-3 Tropfen. Philipp, was lachst du im Hintergrund? Man weiß ja nicht, wie groß deine Tropfen sind, ne? Ja, das waren große Tropfen. Das muss so sein. Tröpfchen. Und dann wird das Ganze nochmal ordentlich durchgeknetet. Und dann haben wir genau Glück gehabt, dass wir die richtige Schüssel genommen haben, von der richtigen Größe. Also der Alkohol verfliegt ja dann eh beim Grillen, aber das Geschmäckle bleibt. So, gib mir mal bitte ein Blattl Zeber. Jetzt habe ich noch mehr gesappert, egal. Putzen muss ich nachher sowieso.
Und so darf das jetzt marinieren für circa 16 Stunden. Ja, so 15, 16 Stunden auf alle Fälle. Und was wir halt ab und zu mal machen, ist ordentlich durchschütteln. Und da bietet sich eben an, eine Schüssel, die auch dicht ist. Okay, Leute, wir sehen uns dann morgen, nee, später wieder. Das war's jetzt soweit mit den ersten Vorbereitungen, aber ich mache ja noch mehr.